Joho, Sims 4-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4. Es ist Zeit für unsere Freunde in der Luxus-WG. Also ich meine, die andere WG ist ja wirklich nicht reich. Rohan zählt nicht, weil der wohnt ja jetzt nicht mehr da. Da kann er mit seinem Reichtum mal sonst wohin. Aber das hier, Leute, das hier ist Luxus. Und wenn ich das so sehe, bin ich manchmal so ein bisschen neidisch. Sio wohnt ja auch immer noch hier. Auch wenn ich das etwas schwierig finde, dass sie und Luca, aber vielleicht ist das ja auch nur, ich habe keine Ahnung, sie ist ja ein Vampir. Also theoretisch wäre sie wahrscheinlich jetzt schon längst volljährig. Aber geht halt nicht, weil sie ist halt, die kann ja nicht alt. Ich habe doch auch keine Ahnung, okay, das. Ich will mir das heute mal genauer angucken. Blenden wir mal hier gerade eine Stufe nach unten. Und dafür brauche ich Tina. Tina, bitte sei doch mal so gut und rede mit Sio, die da oben mit zu dem Fernseher geht, statt bei dem Fernseher da unten zu bleiben. Können wir hier hergehen? Geht das eigentlich? Oder ist die Tür abgeschlossen? Wenn, dann kann ich sie auch einfach aufschließen. Zutritt gestatten für Tina. So, jetzt gut. Gehen wir mal hoch. Chloe, was stehst denn du da die ganze Zeit? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe gerade Sport gemacht und dann hat die plötzlich Videospiele gespielt. Naja, hier, lass sie mal drücken. Ja, Ado, ich muss mit Sio reden, ne? Awkward situation. Hier, du sollst mit ihr reden. Tag verschönern, sei einfach mal nett. Ich fände es nämlich ganz spannend, ob wir eventuell in der Lage sind, Sio altern zu lassen. Ob Tina vielleicht die Kräfte dazu hat. Hey, yeah, jetzt bist du ja hier oben und guckst Fernsehen, den schalte ich dir mal aus, weil der ist ja laut. Ja, okay, klar, kein Ding. Ja, sicher doch. Namaste und so. Jetzt habt ihr keinen. Warte mal. Headline Effects, Facts on. Das passiert manchmal so random. Ja, ich dachte, wir könnten mal reden über die Problematik Papier sein, nicht essen können und so. Ja, klar, ich wollte eh schon mal mit dir darüber reden. Erstmal danke fürs Cover-Up, damit ich nicht mehr so furchtbar aussehe. Ja, siehst jetzt nicht mehr aus wie so ein komisches, geschecktes Lama. Du, dass du hier schläfst, das hat halt auch ein paar Probleme für uns. Hä, wieso das denn? Ich meine, ja, klar, meine Eltern, aber mein Gott, du weißt doch, meine Familie. Das sind mega krass, die Vampire. Digga, voll krass. Und, naja, ich will halt wieder normal mit euch chillen können und mich ein bisschen normaler fühlen. Und ihr seid irgendwie mehr so die normalen Vampire und nicht die Beißvampire und ich mag das eigentlich voll und so. Ja, du, wo wir schon mal gerade hier über Essen reden und hier wohnen und so, ist voll schön, aber, ja, wieso denn? Was ist das Problem mit dem Essen? Können wir ihr bitte sagen, dass es komisch ist, dass sie hier schläft? In dem Zimmer, neben Luca, als Teenager. Da reden wir mal über die Thematik so. Das ist halt nicht so ganz so sauber. Du bist doch noch ein Teenager. Ja, ey, Mann, ich weiß das nicht, Alter. Ja, aber Beziehungen mit Teenagern, du weißt in unserer Gesellschaft, nur weil du, ich weiß, du bist echt süß und so, aber du musst, verstehst du? Boah, glaubst du, ich bin glücklich, dass ich ewig ein Teenager bleibe? Du, ich habe schon im Internet recherchiert, ob man daran was ändern kann, aber anscheinend ist das gar nicht so einfach. Immer Vampir, immer Vampir. Naja, ganz so richtig ist das nicht. Weißt du, Vampire, das war noch nie so ein einfaches Spiel. Ich könnte dir tatsächlich eventuell weiterhelfen, dein Vampir-Dasein aufzugeben. Aber das macht mich doch auch voll stark. Ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß nicht. Ja, sie braucht einfach jemanden, für den sie ihr Vampirismus-Dasein aufgeben möchte. Weißt du, du musst mal raus. Einfach. Ja, du hast recht, musst mich amüsieren und Spaß haben und Party und Action. So eine, weißt du, so eine lustige Nummer abziehen oder so. Keine Ahnung. Aber was soll ich machen? Meine einzigen Freunde sind Vampire. Ja, ich kann verstehen, das ist schon so ein bisschen traurig, aber ich fände es erstmal gut, wenn du ein eigenes Zimmer kriegen würdest. Aber ich kann doch über Luca pennen, ist doch voll okay, hä? Huh? Der ist voll der, wenig da und der ist ja sowieso wie so voll Pseudo, voll der künstlerische Mensch und so. Du, der kommt dir jetzt gerade aktuell noch so super vor, aber weißt du, sein Job ist müllig, mafiamäßig, voll hart dran. Willst du mir etwa weismachen, der war ein schlechter Mensch oder was? Meinte ich jetzt nicht so, aber du Teenager, Erwachsene, verstehst du? Okay, sie brauchen ein eigenes Zimmer, das stimmt, sie brauchen ein eigenes Zimmer. Ich wüsste auch, wie sie an ein eigenes Zimmer käme.
Dafür müssen wir mit Chloe reden. Chloe? Chloe, bitte. Ja, weißt du, ich organisiere dir jetzt ein eigenes Zimmer. Sie so, okay. Alles klar. Wieso ist euer Romantikbalken nicht mehr so weit oben? Boah, da müssen wir dran was ändern. Dann passt es ja ganz gut. Liebling, ich muss mit dir darüber reden. Ja, ich habe hier, weißt du, gerade im Internet gesessen und gedacht, so, ist ja schon ein bisschen klein, unsere Wohnung für 4 Personen. Vielleicht sollten wir umziehen. Das wollte ich dir jetzt eigentlich gerade erst nicht vorschlagen, aber wenn du das so sagst, ich dachte eigentlich erstmal, wir sollten unsere Zimmer zusammenlegen, jetzt wo wir ein Pärchen sind. Du und ich und so, weißt du? Das stimmt, das geht auch. Aber wir können natürlich auch umziehen. Aber erstmal würde ich in dein Zimmer ziehen wollen. Meine Klamotten oder so? Oder willst du in mein Zimmer hier oben wohnen? Habe ich ehrlich gesagt, ich finde, mein Zimmer ist eh so ein bisschen bunt und ich habe ja nicht viel Zeug. Also das wird schon bei dir reinpassen. Alles klar, dann machen wir das so. Weil, nämlich, es geht ja nicht. Das sieht ja die ganze Zeit. Vor allen Dingen ist ja auch Luca... Hat ja immer noch so ein Anbändel, Bandel, Gedingel, Geklüngel mit jedem eigentlich. Vor allen Dingen mit, hier, Monsieur André, ja, muss ich nur mal erwähnt haben. Tja, dann kommen hier so ein paar, die coolen Sachen kommen halt mal weg. Die Geige muss ja auch irgendwie nach oben. Ich weiß noch nicht, wie das, wo ich alles unterbringen soll, das werden wir gleich sehen. Irgendwie wird es schon klappen. Okay, dann kommt die halt an die Wand. Die Wand, die Geige. Was ist das hier? Was ist das? Wieso guckt da was durch? Was ist denn das? Da ist doch was. Was ist das? Was ist denn das? Gruselig. Okay. Sie guckt irgendwie von der Nachbarwohnung Zeug durch. Kann das sein? Okay, wir brauchen ein Bett für Chloe. Sie kann ja nur... Dann stellen wir das direkt... Wir müssen halt so ein paar Sachen weichen. Es tut mir leid, auch so schön das Zimmer eingerichtet war. Es müssen ein paar Sachen weichen, wenn sie mit ihrer Freundin hier schlafen will. Weil die eine schläft in einem Bett, die andere in einem Sarg. Wenn die beiden zusammen ins Bett gehen wollen, wäre vielleicht ein großes Bett nicht schlecht. Also ich meine... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ui, ui. Immer diese komischen Hustengeräusche, die ich mache. Hey, wie wär's, wenn wir dann das alles ein bisschen größer machen? Oh Mensch, das ist keine Magic. How is this possible? Ja, ist schon krass, was man so mit ein bisschen. Okay. Ich halte einfach die Klappe. Kann ich hier. So eine Säule vorm Fernseher ist kacke, ne? Vielleicht machen wir es einfach noch größer. Boah, jetzt sieht das mit der Säule gar nicht mehr kacke aus. Und jetzt kann man auch das bis da ranziehen. Boah, krass, Mann. Okay, wenn hier jemand in einem Sarg schlafen muss, dann machen wir hier die Sargecke draus, okay? Dann ist das die Sargecke. Hier wird auch ein bisschen gearbeitet. Da steht sonst was. Okay, das ist Spielkram, der jetzt wegkommt, weil es einfach zu kitschig ist für meine Verhältnisse. Als ich es mal richtig eingerichtet hatte und noch die ganzen Harry Potter Sachen hatte, sah es cool aus. Aber die habe ich ja nicht mehr. Muss ich erst wieder finden und dann wieder installieren. Das Bett ist doch schön, das nehmen wir. Wieso habe ich eigentlich keine Hintergrundmusik? Jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, ist die Hintergrundmusik ausgeschaltet. Sekunde. Diese schöne Musik kann man sich doch nicht entgehen lassen. Ja, wirklich. Wie konnten wir nur die ganze Zeit lang ohne diese Musik leben? Ich weiß nicht. Ich bin manchmal nicht sicher. Ich fand die Sims 3 Musik teilweise echt schöner. Muss ich gestehen. Alter. BB. Nein. Move. Objekt. Nein, geh weg, Katze. Lass mich jetzt bitte eingeben, danke. Ich kann das hier auch wieder näher dran. Ja, der Spiegel ist im Weg. Oh, dann stelle ich den Spiegel eben dahin. Für Vampire ist es doch eh nicht cool, einen Spiegel am Bett zu haben. Die sehen sich ja gar nicht. Viele Leute sagen auch, Isa, wie kannst du nur mit diesen ganzen Spiegeln an den Schränken im Schlafzimmer schlafen? Ich so, hä, was für Spiegel? Ach so, ja, oh ja, ist ja doof. Also jetzt für mich halt, weil ich kann mich natürlich im Spiegel sehen. Ich bin ja schließlich kein Vampir, ne? Ja, komisch. Ich und ein Vampir, hahaha. machen wir hier noch ein bisschen schöne Dekoration hin. Was findet ihr nicht auch? Was ist das denn? Das ist cool. Das ist Justin Bieber. Das ist besser. Architektur? Interessiert sich ja jemand hier für Architektur? Das sind so Plakate, ne?
natürlich irgendwie cool. Das hat schon was. Das ist vielleicht Chloes neue Passion? Ist Fashion! Ich halte die Klappe, ich halte die Klappe, ich halte die Klappe, ich halte die Klappe. Mach ich ja doch nicht. So, ein paar Levis-Händen hier dran, auch wenn das irgendwie eine Firma ist, bei der ich nicht so ganz verstehe, warum die Leute... Oh, das ist eine Markenfirma, die kostet ganz viel Geld. Das lohnt sich voll, das gebe ich mal aus. Und ich denke mir halt so, ja, aber die sind die gleichen Leute, die sagen, Apple. Ja, das können aber echt Chloes Sachen sein. Chloe, also Fashion Girl ist. Ich meine, wenn man es machen will, ja, aber bestimmt niemals den Wert eurer Person anhand des Labels, das auf euren Klamotten steht. Bitte tut es nicht. Das ist nicht gesund. Und es macht auch nicht glücklich. Das ist ein der ist fast schöner, weiß ich nicht. Kamera irgendwo hin positionieren, jetzt bin ich im Deko-Rausch. Verdammter Mist. Deko, 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 Deko. Haben wir nicht Boots? Boots, Schuhe? Da. Kann ich nämlich noch Schuhchen nennen. Wunderbar. Oh Gott, Gummistiefel ist ja nicht so mein... ich habe mal... Oh, wunderschönen Gummistiefel. Ich will jetzt nicht irgendwie den Modegeschmack von anderen Leuten beleidigen. Das passiert mir dann immer. Dann steht das in den Kommentaren. Ich mag das voll. Wie kannst du das sagen, Isa? Voll schlimm von dir. Und ich so, sorry, ich wollte das mal nicht beleidigend, abwertend gemeint oder so. Es ist, ich neige dazu, ein Fettnäpfchen zu treten. Dabei versuche ich doch immer so overly political correctness walten zu lassen. I try my best, okay? Oh, das ist ja auch schick. Die so nebeneinander. Gibt das auch in dunkler? Nee. Aber die gibt's in dunkler. Das ist ja so super, so Tarot-Sachen. Das ist ja voll cool. Das passt ja voll zu, oh, was anderes, mehr anderer Kram. Naja, auf jeden Fall passt das hier zu, ne? Tina. Vielleicht kann man es dann auch einfach zu ihrem Schreibtisch packen. So. Finde ich gut. Das ist auch zu kitschig. Ich will es nicht so übermäßig kitschig haben. Ich weiß, es ist ironisch, das aus meinem Mund zu hören. Aber auch ich habe... Auch ich will nicht, auch... verteidige mich gar nicht erst. Was soll's. Eine schöne große Staffelei finde ich schön. Ich weiß nicht, ob Tina so richtig so die Malerin ist, aber... wir hatten ja mal die Idee, sie könnte. Ne? Deswegen hätte ich das da hingestellt. Nee, das ist zu grün. Tut mir leid, wenn er halb tot wäre oder so, dann hätte ich gesagt, ja, ja... Ein Bücherregal haben wir schon. Wieso will ich noch eins hinstellen? Ich und Bücherregale. Ich mag das einfach. Boah, ein Aquarium. Das hätte natürlich auch was. Waschmaschinen. Ja, in so einem großen Haus mit dem... Das können wir... Da kann man aber schon mal Waschmaschinen hinstellen. Wobei ich glaube, das sind Menschen, die gehen zur Reinigung. Ich würde behaupten, das sind Menschen, die gehen zur Reinigung. La, 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 la. Wo finde ich denn jetzt die ganzen Accessoires mit dem, hier, Wäschekörben und so? Gibt's das? Ist das auch hier mit vorgesehen? Ja, tatsächlich. Okay, dann kommt ihr hier rein. Auf magische Art und Weise wird das halt dann da reingebeamt. Ist halt so. So. Alles klar. Dann mache ich ein bisschen Cover-up hier. Nee, kann ich nicht. Ist halt, wir hängen halt, da, das ist jetzt so. Da ist ein Weidenkorb an der Ecke. Einfach, weil ich die Dekoration so schön finde. Wunderbar. Jetzt braucht er nur noch eine Stehschlampe und dann ist alles. Und oh, die sind ja auch so süß. Das macht das Ganze ein bisschen romantisch. Das ist doch schön. Genau auf die Bücher. Hm, wie hübsch. Und dann kann der hier ein bisschen mittiger hängen. Hab schon schöner eingerichtet. Ist jetzt eher zweckmäßig als alles andere. Ich sehe es halt auch gerade nicht. Ich muss ja auch immer die Kreativität, muss ich ja spüren und fühlen und gerade I don't feel it. Hm. Okay, das fühle ich schon mehr. Ups, das wollte ich nicht dahin fühlen. Ich hätte das eigentlich mehr hier so gefühlt. Ja. OMG, was soll denn das jetzt? Danke. 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 Und danke. Wunderbar. Tiny House Challenge gibt es übrigens auch bald wieder. Ich habe da nur was vorbereitet, was ich mit Franz zusammen machen möchte. Und der ist...
krank gewesen übers Wochenende und deswegen konnte ich das alles nicht machen. War halt ein bisschen doof, aber so passiert das halt. Dem geht's aber wieder gut, hoffe ich. Ich versuche ihm brav seine Medikamente weiter einzuflößen. Also es sind ja nur so Medikamente zum damit sich nichts in den Bronchien festsetzt und sowas. Das ist halt meistens das, was man ganz gerne zum Schluss dann hat. Plötzlich hast du es auf dem Bronchien, wunderst dich, warum es dir immer noch schlecht geht. Und ich so, ja, hättest du mal das Zeug genommen, ne? Ich bin zum Beispiel so eine Person, die das früher auch nicht gemacht hat, sich gewundert hat, warum die Erkältung wiederkommt. Och, ist doch ganz nett, die beiden können ja auf jeden Fall zusammen wohnen. Das ist doch schön. So, jetzt ist das Zimmer da unten für Sio fertig. Und bei unserer Shio waren, weiß ich nicht genau, was das für ein Einrichtungsstil wird. Stil. Das heißt Stil. Also das sind übrigens Dinge, die ich jetzt nicht mehr also das kann Chloe vergessen, dass sie diese Sachen da hat. Der Teddy, den darfst du behalten. Aber die anderen Sachen, das ist dann so ein Ding, da sagt dann Tina einfach, nee, Schatz, weißt du? Nee. Kann sich der Teddy mal bitte auf den Boden, danke. Sehr schön. Unsere Shio. Ich versuch's gar nicht. Warum will ich das eigentlich immer noch? Bekommt ein paar andere Möbel. Die sind ja reich. Die haben ja Geld. Da kann man ja ruhig mal ein bisschen, ne, was einrichten. Okay, das muss hier nach oben. Einmal. Und zweimal. So. Da ist der Gartenzwerg drauf. Also das darf man doch nicht vergessen. Pfannen und Töpfe und Schneidebretter, Mensch. Sowas. Tja, unsere Sio. Was hat Sio für einen Einrichtungstyp? Wisst ihr was? Ich nehme dieses Zimmer. Mache es total blank und ihr dürft es einrichten. Ich habe ja ein bisschen Zeit. Wir müssen auch nicht gleich wieder mit der WG spielen oder so. Das ist alles okay. Ich nehme dieses Zimmer, schnappe es, packe es als Zimmer speichern, nenne es Sios Zimmer. Das kommt bestimmt gleich. Hat bestimmt gleich geladen. Moment. Aha, da ist es ja. Nein, nicht modifiziert. Das kriegt Hashtag Sios Zimmer. Und ich lade es euch hoch. Bitte einrichten ohne CC oder mit dem CC, den ich besitze. Findet ihr ja auf meinem Tumblr in der Videobeschreibung zu diesem Video. Hashtag HoneyballLP, sonst fragen sich eventuell andere Leute noch. Ihr dürft das einrichten. Das Ganze soll halt quasi Büro, Schlafzimmer, ihr wisst schon. Ich kann es jetzt nicht größer machen. Ihr müsst mit dem vorhandenen Platz zurechtkommen. Ich teile das jetzt. Oh, ich muss mich erst verbinden. Und ja, euch wünsche ich einfach schon mal einen wunderschönen Tag noch. Und freue mich drauf, das morgen einsetzen zu können in das Zimmer. Also ihr habt den ganzen... Ihr habt einfach 24 Stunden Zeit, das zu machen. Ja, 24 Stunden Zeit. Und dann gucke ich mir mal die Zimmer an, die ihr gemacht habt. Freue mich drauf. Egal wie viele das werden, ob es 2 oder 3 sind. Irgendwas Cooles wird dabei sein. Okay, ja, bis zum nächsten Mal bei The Sims 4. Nein, jetzt habe ich wieder Hintergrundmusik, dann muss ich wieder mitsingen. Tschüss.